Irgendwie kriegt der Typ es nicht hin, mich zu killen. Hallo. Kill mich. Kill mich. Er ist voll der Barber. Guckt euch an, was er für ein Barber ist. Guckt es euch an. That's straight. Okay, jetzt wurde ich zurückgelegt. Ja, Entschuldigung, Black am Welt. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Hide and Seek auf meinem Kanal. Und ich weiß, Hide and Seek ist eigentlich voll langweilig, wenn man nicht siegt. Und deswegen lasse ich mich auch direkt am Anfang töten, damit ich siegen kann. Auf einer ganz neuen Map, und zwar heißt sie Before Space. Und genau das ist das Thema dieses Videos. Denn ich spiele ja im Moment ziemlich viel Hide and Seek, wie ihr wahrscheinlich wisst. Und es gab ein Update, ein riesengroßes Hide and Seek Update. Und darüber möchte ich einfach reden und mir ein bisschen so meine Meinung bilden und euch sagen und... Ja, so, die ersten zwei Neuerungen sind zwei neue Maps tatsächlich, und zwar einmal diese Before Space Map, die so ein bisschen wie der Eisplanet Hoth aus Star Wars ist. Also es ist halt eisig und es gibt hier so eine Straße und da kann man dann halt so eine Rakete starten lassen irgendwann. Keine Ahnung, also ihr wisst, was ich meine, ihr wisst das Thema auch, hier ist auch übrigens die Rakete, hui. Und da gibt es auch eine neue Map, und zwar ist das ein Hafen, wo so verschiedene Güter halt sind, mit so Containern und so weiter. Und ja, die heißt, glaube ich, Ship. Yard oder Yard oder keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall finde ich die Maps an sich ziemlich cool. Also ich muss sagen, ich mag sie gerne. Vor allem irgendwie diese Map mag ich echt gerne. Also ich weiß nicht, sie hat mir irgendwie voll was angetan. Ey, vor allem, weil ich auch ein super gutes Versteck habe. Und ja, na, wisst ihr Bescheid, ich gewinne ziemlich viel. Aber es gab noch einige Neuerungen, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe. Und zwar gibt es nicht nur neue Maps, sondern es gibt tatsächlich keine Blöcke mehr im Inventar. Man hatte ja vorher immer diese Blöcke im Inventar, die angezeigt haben, wann man solid ist und wann halt nicht. Und die gibt es halt nicht mehr. Das liegt daran, dass man mit diesen Blöcken glitchen konnte. Man konnte sie unter sich platzieren und dann richtig hochgehen. Also man konnte irgendwie 5 Blöcke damit sich hochkatapultieren quasi und dann aus jeder Map rausglitschen, weil 5 Blöcke, so einen hohen Zaun baut halt keiner. Und man konnte sich halt auch in der Map auf irgendwelche anderen Sachen raufglitschen. Und das war dann auch ein super gutes Versteck eben. Und ja, das haben sie gefixt. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil das ist jetzt einfach diese Leiste da oben, weil, keine Ahnung, es ist am einfachsten eben. Und keine Ahnung, ich verstehe immer noch nicht, warum sie es noch nicht vorher gemacht haben. Aber naja, jetzt haben sie es endlich gemacht. Und dann gibt es auch noch, also Neuerungen, ja, kann man so nennen. Und zwar wurde eigentlich so gut wie jede Map, die es vorher gab, verändert. Also Animal Village zum Beispiel wurde verändert, es gibt da weniger Bäume, genauso wie auf Survive All Games. Also die Maps wurden an sich alle überarbeitet und es gibt weniger Möglichkeiten zu glitchen. Und sie wurden halt so überarbeitet, dass es ein ganz anderes, quasi eine ganz andere Map ist. Also ich zum Beispiel finde jetzt, dass Animal Village nicht mehr so meine Lieblingsmap ist. Ich finde die jetzt hier besser. Und ja, also ich glaube, sie haben es gemacht, denke ich mal, damit man einfach ein bisschen mehr Spaß dran hat wieder. Also es war, glaube ich, nicht böse gemeint oder so. Weil wenn man jetzt so jede Map neu entdecken kann quasi, weil ja echt jede Map neu ist und die ganzen guten Verstecke, die ganzen guten Spots, die man so kannte, sind jetzt alle weg, wirklich. Also fast alle sind weg. Und jetzt muss man sich halt neue suchen und irgendwie, ich muss sagen, es macht mir in einer Hinsicht auch Spaß, so ein bisschen neue zu suchen. Allerdings finde ich es andererseits auch nicht so cool, dass man jetzt alles nochmal neu machen muss, weil... Naja, irgendwie ist es halt doch blöd und ich weiß genau, dass das hier ein Stein ist. Auf dieser Map ist Stein übrigens ein OP-Block, also wenn ihr die Map spielt, sucht euch den Stein aus. Das ist echt mega gut und ja, so. Ich überlege gerade, was wurde denn noch verändert? Also, wir hatten jetzt die neuen Maps und wir hatten diese Überarbeitung. Ja, die Überarbeitungen wurden echt auf jeder Map gemacht oder zumindest fast auf jeder. Zum Beispiel auf den Maps, wo es viel Wasser gab, wie zum Beispiel auf Lotus. Da wurde das Wasser einfach entfernt, was ich einerseits gut finde, weil Wasser ist immer nervig, weil man einfach die ganze Zeit wegschwimmen kann. Andererseits finde ich es auch echt behindert, weil, keine Ahnung, Lotus ohne Wasser sieht komisch aus. Und auch in Animal Village haben sie diese Teiche zugemacht und ja, finde ich halt ein bisschen komisch, dass sie sowas gemacht haben, warum auch immer. Und ja, also ich finde das jetzt nicht so mega geil eigentlich, aber naja, sollen sie halt machen, was sie wollen. Ich finde, Neuerung finde ich eigentlich grundsätzlich gut, weil es immer was Neues ist und es bringt wieder mehr Spielspaß. Und ich muss sagen, ich habe in den letzten Tagen wieder mehr Hide and Seek gespielt als sonst. Und deswegen denke ich mal an die neuen Maps sowieso, weil ich hier Spots gesucht habe und auf den anderen Maps halt Spots gesucht. Und ja, also ich bin im Großen und Ganzen zufrieden mit dem Update, wie mit jedem anderen eigentlich auch. Und es gibt natürlich wieder Nachteile. Und alle werden am Anfang wieder haten, genauso wie beim neuen Minecraft Launcher. Alle haben gehatet am Anfang. Aber ich muss sagen, ich fände ihn eigentlich jetzt ziemlich cool, den neuen Launcher. Und ja, ich denke, so wird das mit Hide and Seek auch sein. Vor allem, weil jetzt nur noch ein Block über ist. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass man viel besser seeken kann auf jeder Map. Weil halt die ganzen guten Verstecke irgendwie weg sind. Und es gibt nicht, ich habe das Gefühl, es gibt gar nicht mehr so viele gute. Und deswegen ist das Siegen leichter geworden, was ziemlich cool ist. Und ich bin bester Sieger geworden mit ganzen 12 Kills. Das ist schon ganz gut. Und ich schreibe jetzt GG in den Chat. Und ich glaube, ich spiele einfach nochmal die andere Map. Die heißt ja irgendwie Chip
Yard oder so. Und ich habe da nicht wirklich ein gutes Versteck, deswegen ja, wird das, glaube ich, auch ganz witzig. Und vor allem, ich kann auch nicht siegen auf der Map. Und da haben wir Anna tatsächlich in der Lobby getroffen. Und naja, okay, wir spielen jetzt einfach die Map Hotel nochmal. Da kann ich euch vielleicht ein paar Sachen zeigen, die geändert wurden. Ja, also ich stehe auch übrigens kurz vor meinen 300.000 Punkten. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ich 300.000 Punkte Special machen soll oder eher nicht, weil ich persönlich, wenn ich mal ganz ehrlich bin, finde Hide and Seek mega langweilig zum Zugucken. Deswegen versuche ich auch immer zu siegen. Also ich werde jetzt auch wieder siegen, wenn es irgendwie möglich ist. Und ja, also deswegen 300.000 Punkte Runde weiß ich noch nicht, weil ich stehe eigentlich auch ziemlich dicht vor meinen 2.000 Wins. Und da würde ich lieber die 2.000 Wins machen, weil ich habe ja auch keine 100.000 und 200.000 Punkte gemacht. Deswegen wäre, glaube ich, eine 1000 Win 2.000 Wins Runde eher cool. Und ja, keine Ahnung, ich feiere irgendwie gerne solche runden Zahlen im Sinne von irgendwie, keine Ahnung, von Wins oder von Punkten sehr gerne als Video so. Und deswegen könnt ihr mal schreiben, ich glaube 300.000 wird es nicht geben, aber halt 2.000 und es wird natürlich gesiegt, also ist ja klar, irgendwie kriegt der Typ es nicht hin, mich zu killen. Hallo, kill mich, er ist voll der Barber, guckt euch an, was er für ein Barber ist, guckt es euch an, Dutstrafe. Okay, jetzt wurde ich zurückgeleckt, ja, Entschuldigung, lag am Lag. Lag an den Legs, lag an den Legs. Hallo Anna. Und ja, so, jetzt werden wir nochmal ein bisschen siegen. Und ich werde euch einfach mal ein paar Sachen zeigen, die zum Beispiel verändert wurden auf dieser Map jetzt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von euch das gar nicht so gerne oder intensiv spielen. So intensiv spielen wie ich. Das kann ich, glaube ich, so nennen. Und zum Beispiel haben sie haben echt viele Sachen verändert. Zum Beispiel hier direkt. Diese Bücherregale waren vorher viel flacher und man konnte da, glaube ich, sogar rauf. Aber irgendwie, keine Ahnung. Das haben sich halt geändert. Das fällt mir jetzt zum Beispiel auf. Das fällt. Lol. Das ist ein guter Spot. Ohne Spaß. Sich da als Quartz reinzustellen ist ganz gut. Naja, auf jeden Fall finde ich's. Ja, ich finde es okay, dass sie einfach mal was geändert haben. Vor allem, weil es auch einfach ein bisschen mehr Spaß macht, jetzt so zu spielen. Weil es halt neue Sachen gibt, die man erkunden kann. Und. Okay, ich habe ihn doch noch gekillt. Ich habe schon gedacht, ich kriege ihn nicht mehr. Und ja, also ich weiß nicht, ob ihr da jetzt so interessiert dran seid, dass ich jetzt hier so die Neuerung vorstelle, aber es ist halt irgendwas, was mich so gerade bewegt und ich habe es irgendwie nicht hinbekommen, Survival Games aufzunehmen. Also habe ich das schon erzählt? Ich weiß gar nicht, weil ich habe vorhin auch versucht, Travel und Mindville aufzunehmen, was auch nicht funktioniert, weil ich die ganze Zeit nur Inno geworden bin und als Inno ist es echt langweilig, muss man einfach sagen, bockt nicht so zu gucken und ja, ich habe schon irgendwie, keine Ahnung, ich habe über eine Stunde versucht, Survival Games aufzunehmen, das ist dann nichts geworden. Dann war ich ein bisschen traurig und wollte eigentlich Trouble in Mindville aufnehmen, was auch nichts geworden ist. Und deswegen spiele ich jetzt hier Hide and Seek, vor allem, weil irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß schon, dass ich die nächsten Survival Games Runden wahrscheinlich Chess Boots machen werde. Und ich weiß aber noch nicht genau, ob ich es mit Sprache mache, weil es ist einfach behindert, wenn man einfach jede Runde wieder, wenn man, also wenn ihr selber YouTube macht, wisst ihr das wahrscheinlich. Und wenn ihr Fail-Aufnahmen halt habt. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich nehme eine Runde auf, laber dies, das, mein Thema und werde dann getötet, weil wegen Team oder so, keine Ahnung. Ja, und das ist einfach die ganze Zeit so und das ist einfach total behindert, einfach 10-mal genau das gleiche zu labern. Und deswegen überlege ich, ob ich die Chess Route Videos lieber als Gameplays machen soll, wo ich dann halt irgendwie was zu sage, zum Beispiel, wo die SAT-Tools und so weiter, aber halt nicht live kommentiere, weil im Endeffekt, wenn ihr euch ein Chess Route Video anguckt, wollt ihr auch nur die Chess Route wissen. Mann, das ist doch nicht schwer zu sagen. Oder doch. Keine Ahnung, ich bin behindert. Auf jeden Fall, ja, wird es entweder ein Gameplay sein oder wenn ich es bei den ersten zwei, drei Versuchen schaffe, auch ein normales Video. Und ja. So. Des Weiteren kann ich nochmal sehen, dass ein High Flash Mob geplant ist und ich habe schon einen genauen Plan, wann ich das machen werde. Aber es kommt auf jeden Fall ein Video. Also, ihr müsst mich jetzt nicht bei Skype oder in den Kommentaren fragen, wann das kommt. Aber es wird kommen. Ich habe schon einen ziemlich guten Plan dafür eigentlich. Und wenn ihr Ideen habt für einen Flashmob, könnt ihr es mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine habt. Und ansonsten schreibt bitte mal in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, Hashtag Camper. Also Camper so geschrieben, ist ja klar eigentlich, vielleicht schreibt das jemand falsch, aber so wird es halt geschrieben. Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, weil vorhin war in einer Runde so ein Camper und der hat mich voll aufgeregt. Und da habe ich gesagt, schreibt Hashtag Camper in die Kommentare. Und das könnt ihr jetzt machen. Und ich habe übrigens noch eine neue Videoidee, ja, die ist aber noch ein bisschen geheim. Ja, das wollte ich nur mal spoilern. Auf jeden Fall Hashtag Camper, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Und ich glaube, das passt eigentlich voll gut zu Hide and Seek, Hashtag Camper so. Und tatsächlich haben wir gewonnen und ich habe nur ein Kill weniger als Anna. Ich bin eigentlich voll gut im Seeken. Aber naja. So, Leute, ich hoffe, euch hat die Runde soweit gefallen, beziehungsweise die Runden. Und wie gesagt, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, Hashtag Camper in die Kommentare. Und ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ich wieder die 2000 Wins Runde in Hide and Seek machen soll.
und ob ihr es mega schlimm finden würdet, ob ich das als Gameplay machen würde, die Chessroots, und ob ihr Ideen habt für eine Hive Chessroot, also für einen Hive Flashmob. Ich bin so verplant heute irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall, schreibt einfach nur Hashtag Camper in die Kommentare und irgendwas anderes, was euch einfällt, keine Ahnung, ist mir egal, schreibt mir irgendwas Lustiges in die Kommentare einfach. Und ich sage jetzt bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, ciao. Bevor ich hier vor Husten sterbe. Ja, das war so ein behindertes Video, aber egal.